So Leute, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur. Ich hoffe, es geht euch allen ganz gut und ich hoffe, ihr freut euch allesamt, auch zu später Stunde, sowohl über das Erklingen meiner Stimme, als auch über die Publikation dieses Videos. Ich meine, eins kann vorab ja eh schon mal gesagt werden, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ob und wie lange das der Fall sein wird, werdet mal sehen, an sich spielt es am heutigen Tag aber auch gar nicht zur Sache. Was zählt, ist eben der Spaß, mal mindestens in gewisser Art und Weise, wobei wir sagen müssen, dass mich die Spielsucht wohl auch heute in die Emporen des Casinos geködert hat. Und glücklicherweise habe ich mich im Vergleich zu so manch andermal aber mal mindestens zusammengerissen. Statt einem sechsstelligen Guthaben steht mir nämlich wie schon beim letzten Mal auch heute wieder ein mittleres fünfstelliges Guthaben zur Verfügung. Unnötig freuen müssen wir uns da, offen gesagt aber auch nicht. 60 Cent für eine Casino-Session eigentlich zu viel. Das Beste, mach mal. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, aber auch so draus, wobei man auch sagen muss, dass mir die 60 jetzt keinen Zacken aus der Krone brechen. Bevor ich mich jetzt aber gleich Rip City 2 widme, gehe ich kurz mal auf eine Thematik ein, die ich leider Gottes doch ein wenig vergeigt hatte, nämlich mein Gewinnspiel. Jenes habe ich im gestrigen Video ja bereits angepriesen und auch wenn ich dazu eigentlich keine weiteren Worte verlieren wollte, muss ich aufgrund der noch Nichtlistung meiner Webseite wohl doch noch drauf zurückkommen. Seht mir dem also bitte nach und hört mir einfach mal kurz zu. Das von mir angesprochene Gewinnspiel findet ihr jetzt nämlich auch auf den altbekannten Casino-Kontrolle-Webseiten. Wenn ihr die abchecken möchtet, könnt ihr das gern machen. Sonst ist einfach Daumendrücken angesagt. Ich meine, Rip City ist jetzt nicht zwingend für seine Auszahlquote bekannt. Das ist ein super volatiler Slot. Bei Xmas Drop wird sich da nichts geändert haben. An sich ist es ja, wie ich bereits meinte, eh nur ein Reskin. Das Beste machen wir aber auch so draus, natürlich mit einem gewissen Spannungsbogen. Beginnen werde ich nämlich nicht mit dem größtmöglichen Bonus, sondern mal mit einem kleineren. Daumen drücken werden wir aber auch so. Angesagt ist auf jeden Fall ein 5500 Euro Feature. Im Mini-Bonus bräuchte ich hier ebenso viele Center-Drops wie nur möglich. Die Center-Drops geben mir Expander wie eben bei Rip City. Und anhand der Expander und der Wild Drops könnte ich, so gesehen, dann natürlich auch so einiges gewinnen. Wobei wir eh mal sehen müssen, wie das Ganze heute läuft. Eins steht ja eh schon außer Frage, meine Stimme ist, auch wenn ich eigentlich nichts getan habe, wieder angeschlagen. Seht mir denn also bitte nach und drückt mir einfach auch so die Daumen. Ich werde mich im Lauf des Videos nämlich ein bisschen zurückhalten. Sonderlich gemütlich kommt mir das Sprechen nämlich auch so nicht vor. Es ist leider Gottes einfach wohl die nächste Erkältung. Aufregend tut es mich ein wenig. Solange sich die jetzt aber nicht wieder über Monate zieht, passt es auch so. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, sowohl bei meiner Erkältung als auch beim Slot. Der erste Bonus war, hier wie man erkennen konnte, nicht der beste. Vielleicht sind die nächsten aber doch so etwas besser. Wir versuchen uns auf jeden Fall am Top-Bonus. Vielleicht hat der Mistelzweig ja einen Maximalgewinn in petto. Freuen würde ich mich, liegen wird er meines Wissens nach bei 10.000, vielleicht auch respektabel bei 12.500x. Abchecken könnte ich schnell, machen werden wir das aber nach dem Bonus. Jetzt schauen wir einfach mal, was geht. Jetzt schauen wir einfach mal, ob ich zeitnah ein paar Retrigger oder 3-4 Centers kriege, sonst wird es mit einem Break-Even hier sicher nichts. Na, mindestens noch nicht, wobei ich mit guten Wilds und einer guten All-Away-Verbindung auch sowas kriegen hätte können. Kommen tut's nicht. Stattdessen ist es halt das nächste Minus-Feature. Gewohnt sind wir eh nichts anders. Aufregend tut's mich so langsam, aber auch so. Ich krieg halt echt kaum was und genau da liegt eben auch mein Problem. Verluste sind okay. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Ich meine, ich hatte in den letzten Wochen ja fast nur Katastrophen-Seeds. Nach den paar Gewinnen war's wohl zu erwarten. Unnötig ist es aber auch so. Genau deswegen probiere ich mich vorerst auch noch am nächsten 10.000 Euro Bonus. Womöglich ist der ja ein Stückchen besser. Wünschen würde ich es mir. Sonst bin ich die 60, die ich hier aufgeladen habe, halt wieder los. Das aus dem vorletzten Video übergebliebene Guthaben habe ich, wie ich bereits schon mehrmals gesagt hatte, ja in ein paar Sportwetten integriert. Aufgegangen sind die dank des geschobenen Elfmeters in der 98. Minute nicht. Aufgeregt hat es mich extrem. Ändern konnte ich daran, wie so oft andermal, aber auch so nichts. Es ist halt immer dasselbe. Mir
kommt Fußball ein bisschen geschoben rüber. Es kann ja nicht sein, dass der Favorit immer die geschenkten Elfer kriegt. So habe ich mich mal mindestens bei dem Newcastle-PSG-Spiel gefühlt. Ich habe nämlich, weil Newcastle halt eine 9er-Quote hatte, auf Newcastle getippt. Zwar mit keinem Monster-Einsatz, 20 auf einer 9er-Quote hätten aber auch so geschmeckt. Ein Cash-Out hat mir Steak nicht angeboten, da halt nur noch ein paar Minuten über waren und das Game dann so oder so suspended war. Und dann kam eben dieser geschenkte Elfer. Ist halt schade. Wobei, wie jetzt eher auf das Beste hoffen, der Maximalgewinn hier bei Xmas Drop liegt allenfalls bei 12.500x. Das habe ich kurz nachgeschlagen, hätte ich zwar auch im Game Paper suchen können. In den Sinn ist mir das aber auch so nicht kommen. Deswegen probieren wir uns jetzt einfach mal an einen, vielleicht an zwei 20.000 Euro Features. Das erste Profitable wäre mal da recht. Wobei Hexer und Profit irgendwie nicht zusammenpassen, auch nicht mit Retriggern. Ich habe halt wieder einen Drop und das sind 8 Spins. Den Drop habe ich nicht einmal verbunden. So gesehen ist es wohl wieder ein Katastrophenbonus und genau bei dem bleibt es auch. Hätte ich mir sparen sollen. Anders kann ich es eh nicht sagen. Unsympathisch ist es aber auch so. Ich sitze halt einfach auf einem Katastrophenseed und das seit Wochen. Vielleicht hilft mir ein 7.500 Euro Spin aus. Wobei das ein schlechter ist. Ohne Multi und ohne All-the-Way-Verbindung bringt der nichts. Ein zweiter geht aber auch noch. Das sind mal mindestens die Teddybären. 2,5. Profit haben wir den ganzen Tag zwar noch nicht gesehen. Einen allerletzten Versuch haben wir aber auch so noch. Wahrscheinlich einen, der eh keinen Erfolg mit sich trägt. Wenn es nicht sein will, soll es zu guter Letzt aber einfach wohl auch nicht sein. Ich kann nicht zaubern, ich kann mich nur drüber aufregen. Macht es einfach besser und lebt im allerbesten Fall einen glücksspielfreien Advent. Ich habe es mir selbst ja schon auf meine To-Do-Liste geschrieben. Durchgezogen habe ich es, wie man erkennen konnte, nicht. Wobei ich natürlich auch irgendwie vertraglich dran gebunden bin. Ich sitze halt bei einem Wins-Vertrag. Genau, der hat mich jetzt in den letzten Wochen weiß Gott was gekostet. Unnötig, aber verkraftbar. Wenn ich es mir nicht leisten könnte, wäre ich nicht da. Wobei zwischen leisten können und leisten sollen auch ein Unterschied ist. Naja, sei es drum. Ich kann mich unnötig aufregen. Ändern wird es am Resultat nichts. Ich bettle jetzt einfach mal meinen VIP-Host an. Vielleicht aktiviert der mir ja irgendwelche Cashback-Rebates oder ähnliches. Wünschen würde ich es mal, sonst hören wir uns die Tage. Cheers!